Habt ihr euch schon mal gefragt, wer wirklich der beste Spieler in Deutschland ist? Egal ob die Antwort ja oder nein ist, heute werdet ihr ihn kennenlernen. Er ist tatsächlich der allererste Spieler in Deutschland, der Solo und ein Team erreicht hat. Er ist der erste Spieler im Brawl Stars, der es tatsächlich geschafft hat, alle Brawler auf Rang 35 zu bringen. Okay Leute, das 1 vs 1 gegen den besten deutschen Spieler geht jetzt los. Hä? Das ist ja unglaublich, WTF! Oh mein Gott! Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar werde ich heute ein Battle gegen den besten deutschen Spieler offiziell machen. Bevor wir aber dazu kommen, Leute, lasst euch jetzt schon mal gerne wieder einen fetten Daumen nach oben da hier auf diesem Video. Macht ihr gerne mal wieder die 10.000 Likes voll, würde mich sehr freuen. Abonniert gerne mal kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um kein neues Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Und ich erkläre euch erstmal ganz kurz, woran ich festmache, dass der Spieler, der heute eingeladen wird, der offiziell beste Spieler in Deutschland ist. Was viele von euch vielleicht noch nicht wissen, aber in Brawl Stars sagen Pokale tatsächlich nicht so viel aus. In der Theorie kann es jeder von euch schaffen, wenn er ein bisschen was in Brawl Stars drauf hat und genügend Zeit investiert, 50.000 Pokale zu erreichen. Das klingt jetzt ein bisschen krass formuliert, aber ihr braucht in der Theorie nur 2 ultra krasse Mates, unglaublich viel Zeit und sehr, sehr viel geklärtes Matchmaking. Dann müsst ihr euer Leben einfach mal kurz pausieren und nur noch im Brawl Stars leben und zack, habt ihr 50.000 Pokale, ohne dass ihr irgendwie viel im Brawl Stars drauf habt. Das soll jetzt auf keinen Fall ein Front an die Leute sein, die 50.000 Pokale erreicht haben, aber ich möchte euch heute vorstellen, woran man wirklich erkennen kann, wer ultimativ krass im Brawl Stars ist und was wirklich eine Aussage ist, wo man sagt, yo, der Spieler ist echt heftig. Man kann mit Hilfe von einem Modus tatsächlich bestimmen, wer unglaublich krass im Brawl Stars ist und wer eher nicht so. Ihr wisst, wie unglaublich schwer es ist, im Power Liga Master zu erreichen oder allgemein im Power Liga aufzusteigen. Und es gibt tatsächlich in Deutschland nur einen einzigen Spieler, der es geschafft hat, in Solo Power Liga und in Team Power Liga beide Male Master zu erreichen. Master ist die letzte Stufe in Power Liga, sowohl in Team als auch in Solo ist das Ganze unglaublich schwer. Und ihr seht, zum jetzigen Zeitpunkt haben nicht mal 50 Leute in Solo Master erreicht und im Team nicht mal ein einziger Spieler. Und das Ganze ist global. Aber ich würde sagen, Leute, ich lasse mich jetzt vom besten Spieler Deutschlands einladen, denn er hat als einziger deutscher Spieler Solo Power Liga Master erreicht und Team Power Liga Master. So, Freunde, und da ist tatsächlich die Einladung von Geta. Ich denke mal, die ein oder anderen, die ein bisschen mehr in Brawl Stars E-Sports drin sind oder vielleicht auch ab und zu mal in die Top-Plätze geschaut haben, den sollte Geta auf jeden Fall ein bekannter Begriff sein. Er ist tatsächlich der allererste Spieler in Deutschland, der Master in Solo und Master in Team erreicht hat. Er war jetzt die letzten Tage sehr inaktiv, deswegen ist er tatsächlich ein bisschen gedroppt und ist jetzt nur noch Legendary 3 in Anführungszeichen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal eine Runde auf der höchsten Stufe in Power Liga. Kleiner Fun Fact auch nochmal zu Geta. Er ist der erste Spieler im Brawl Stars, der es tatsächlich geschafft hat, alle Brawler auf Rang 35 zu bringen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, denn vor kurzem sind ja noch ein paar neue Brawler rausgekommen. Zum Beispiel Buzz und Griff, die hat er noch nicht auf Rang 35 gepusht. Aber ansonsten gibt es keinen anderen Spieler in Deutschland, der so viele Brawler auf Rang 35 hat. Also der Junge, der hat auf jeden Fall was drauf. So Leute, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach ein paar Spielern auf diesem Niveau. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange es dauert und ob wir überhaupt welche finden. Eine Ewigkeit später. Hä? Oh, ja, wir sind immer noch am Game suchen, also, ja. Also, wir waren jetzt so lange Matchmaking, aber es ist halt so unwahrscheinlich, auf dem Niveau hier Gegner zu finden. Heißt, Geta und ich machen jetzt ein 1 vs 1. Okay, Leute, das 1 vs 1 gegen den besten deutschen Spieler geht jetzt los. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich mich gegen Geta hier durchsetzen kann. Ah, Mann! Verdammt. Oh mein Gott!
Digga, ich check das nicht. Hey, ich habe ihn nicht mal einmal getroffen. Ah, jetzt, okay. Oh mein Gott, wieso können diese ganzen Pros Colt so gut, Digga? Oh! Nein! Das war meine Chance. Oh mein Gott, hallo! Ah! Och Mann, ey, Junge, er hat mich ja komplett auseinandergenommen! Okay, Leute, das Piper-Battle geht los. Eieiei, das kann ja was werden. Ich werde direkt mal reinjumpen. Okay, wir machen mit Gadget, ihr habt es ja gerade eben schon gesehen. Hey! Digga! Hä? Was? Oh mein Gott, geht's, Bruder, chill doch! Hä? Das ist ja unglaublich, WTF! Oh! Okay, 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 okay. Man hat mich deutlich mehr gekillt, aber... Ja, okay, never mind. Ach, Digga, hallo. Wir müssen nochmal reinjumpen. Ey, ich check das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. WTF, Digga. WTF, Digga. Wie kann ich denn so auseinandergenommen werden, hä? Okay, Freunde, das letzte Battle. Ich habe mich jetzt nochmal für Crow entschieden. Aktuell steht es tatsächlich 2-0 für Geta. Wir machen Best of 3, wollte ich gerade sagen. Aber an sich machen wir kein Best of 3, weil das hätte er ja schon gewonnen. Aber wir machen nochmal ein letztes Battle. Ach, Bruder, das kann doch nicht sein! WTF! Digga, das kann doch keiner erzählen, Junge. Oh mein Gott! Digga. Ey! Ich check das nicht. Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein! Digga, ich werd immer von diesem Pros geilstes Kong Hops genommen. So, Freunde, an der Stelle würde ich einfach mal sagen, war es jetzt hier mit dem Video. War tatsächlich mal ein bisschen was anderes. Danke auf jeden Fall an Geta für seine Zeit. Schaut gerne unbedingt mal bei ihm vorbei. Ich packe euch mal sein Instagram-Profil in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken. Und schreibt mal in die Kommentare. Glaubt ihr, ihr hättet eine Chance gegen Geta gehabt? Bin mal gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Ciao.